Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Rückentraining. Heute habe ich ein Personal Training und da habe ich euch einfach mal mitgenommen, damit ihr mal sehen könnt, wie bei mir so ein typisches Rücken-Personal Training abläuft. Meine Personal Trainings starten eigentlich alle mit einem Einführungsgespräch, dass ich erstmal frage, wie alt jemand ist, was für Zielsetzungen da sind, ob irgendwelche Verletzungen vorliegen, ob er irgendwo Schwachstellen hat und so weiter. Die Muskelgruppe, die wir trainieren, die werden im Vorfeld immer verabredet. Heute war es so, dass Rückentraining gewünscht war. Dann ist es immer so, dass ich natürlich nicht mein vollwertiges Training dort mitmache, außer es ist gewünscht. Das heißt, ich frage im Vorfeld, soll ich dich trainieren? Im Prinzip wie ein herkömmliches Personal Training. Oder möchtest du ein sogenanntes Fan-Training mit mir machen? Das heißt, du trainierst mit mir. Die meisten wollen natürlich dann mit mir trainieren, beziehungsweise dass ich einfach mittrainiere. Und da kann es hin und wieder mal vorkommen, wie es heute der Fall ist, dass ich einfach schon Rücken gemacht habe am Mittwoch. Heute ist der Samstag. Gestern Abend habe ich die Arme trainiert, sodass ich natürlich ein bisschen gehandicapt bin. Soll jetzt aber nicht zur Ausrede kommen oder dienen. Heute das Personal Training ist mit dem Ahmed. Ich habe mir den Ahmed erstmal angeschaut, wie er so, was er für eine Körperhaltung hat, wie er ausschaut, ob er nach vorne gebeugt ist etc. Und dann ist es bei mir im Rückentraining immer so, dass ich mir einen Plan zurechtlege, wie ich das Training beginne. Das heißt, ob ich das Training breit beginne oder eng. Und ich mache das niemals durcheinander, sondern ich habe da immer so eine gewisse Struktur drinne. Früher auch weniger gehabt, mittlerweile bin ich ein großer Fan davon, entweder von innen nach außen zu arbeiten, also sprich von eng nach breit oder von breit nach eng. Und ob man jetzt von oben anfängt oder von unten, also sprich Latt ziehen oder rudern, das ist dann so ein bisschen variabel. Im heutigen Training haben wir angefangen, natürlich wie immer 10 Minuten Crosswalker mit einem hohen Widerstand, um sich warm zu machen. Und ja, fangen wir an. Erste Übung, Lattzug, einfach so 10 Wiederholungen zum Warmmachen, haben wir so 2-3 Sätze gemacht zum Warmmachen, um erstmal richtiges Muskelgefühl zu bekommen. Dann ging die erste Übung weiter und wurde dann ernster. Das heißt, wir haben Klimmzüge gemacht, jeder so viel wie er schafft, richtig schön saubere Klimmzüge und haben die dann im Supersatz gemacht mit Latzugmaschine, sodass man im Prinzip Klimmzüge macht, so viel wie man schafft und dann einfach mit einem leichten Gewicht nochmal richtig nach Muskelgefühl den Latt richtig bis in den letzten Winkel reinzieht oder austrainiert. Das finde ich immer ganz gut und ich finde, bin immer ein Freund davon, auch freie Übungen wie Klimmzüge und Dips im Training mit einzubauen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich da dem Markus Rühl etwas widersprechen. Ich finde, ein Kraftsportler muss sein Körpergewicht wenigstens einmal hochziehen können. Also wenn einer zu mir ins Personal Training kommt und sagt, er ist Kraftsportler und kriegt nicht einen Klimmzug hin, da bin ich dann schon ziemlich enttäuscht. Natürlich sei es ihm verziehen, wenn er 140 Kilogramm Muskelmasse hat, weil einfach die Kraft nicht proportional zum Körpergewicht steigt. Aber wenn jemand normale athletische Figur hat und schafft keinen Klimmzug, da bin ich dann schon ziemlich enttäuscht. Ja, der Ahmed hat das ziemlich gut gemacht. Also Klimmzüge um die 8 bis 10 Wiederholungen plus 8 bis 10 Stück, also Wiederholungen am Latzug. Zweite Übung, da wir breit begonnen haben, machen wir breit weiter. Deswegen haben wir freies Langhantelrudern gemacht. Hier haben wir den Obergriff gewählt. Dem Ahmed habe ich mal meine Ultra Grips gegeben zum Ausprobieren. Ich habe den Untergriff gewählt, damit einfach nicht so viel Gewichtsdifferenz da ist. Ich glaube, ich bin heute bis 2x15 sind 30, bis 25 sind 55, mal 2 sind 110, mal 2, 110 plus 20 sind 130. Also habe ich heute um die 130 Kilo gemacht. Ja, normalerweise, wenn ich es im Obergriff mache, gehe ich so hoch auf 160 Kilo. Heute 130 Kilo im Untergriff, richtig schön bis hinten reingezogen und da ebenfalls 8 bis 10 Wiederholungen. An der Übung im Untergriff nehme ich natürlich keine Zughilfen, weil es einfach schwierig ist, da welche zu nutzen. Im Obergriff nutze ich immer Ultra Grips Zughilfen vom Climax.
Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code BUDESHEIM10 kriegt ihr da auch nochmal 10% Rabatt auf die Ultra Grips. Die finde ich wirklich ziemlich gut. Ich mache es anders als viele andere. Das heißt, ich nehme im Rudertraining, im Rückentraining nutze ich sehr gerne Zughilfen, auch bei relativ vielen Übungen. Allerdings nutze ich beim Kreuzheben, da wo gerade viele die Zughilfen benutzen, da benutze ich möglichst keine, da ich natürlich meine Griffkraft nicht vernachlässigen möchte. Und dabei geht es mir einfach darum, dass ich im Kreuzheben mich nicht konzentrieren muss. Das heißt, ich kann einfach Kreuzheben machen. Da muss das Gewicht quasi nur nach oben und nach unten. Da muss man sich sehr wenig konzentrieren. Hingegen muss man beim Rudern sich doch sehr, sehr konzentrieren auf die Zielmuskulatur. Und da nutze ich dann ganz gerne Zughilfen, um einfach meine Griffkraft ausblenden zu können. Bei dieser Übung haben wir, glaube ich, 5 Sätze gemacht. Alles unter 3 Sätze ist Kindergeburtstag. Ab 4 Sätze wird es ernst. Also ich mache fast immer 4 Sätze pro Übung. Relativ wenig Pausen zwischen den Sätzen. Und dann haben wir als nächste Übung, die habe ich so im Prinzip extra an den Ahmed angepasst, weil ich gesehen habe, dass er im Rudern einfach sehr, sehr viel den oberen Rücken bewegt hat, mit dem oberen Rücken gearbeitet hat und habe halt gemerkt, okay, diese mittlere Rückenpartie, die braucht einfach noch ein bisschen, oder dieser untere Lattansatz, der braucht noch ein bisschen mehr Bearbeitung, und somit haben wir einfach mit unseren Mac-Griffen am Kabelzug nochmal Rudern gemacht, so quasi T-Handel-Rudern am Kabelzug. Davon haben wir auch nochmal 4 Sätze gemacht. Als nächste Übung haben wir dann angefangen ins Enge zu gehen. Wir haben engen Latzug von oben gemacht an der Hammer-Strength-Maschine. Da haben wir auch 4 Sätze gemacht. Das Gewicht nicht ganz so schwer gewählt. Bei einem Satz habe ich mal versucht, ein bisschen schwereres Gewicht zu wählen. Habe aber dann gemerkt, okay, relativ am Ende des Trainings ziehe ich dann mit allem, aber nicht damit, wo ich ziehen möchte. Und dann muss man einfach das Ego ein bisschen ausschalten und muss sagen, okay, dann doch lieber ein bisschen konzentrierter. Im Übrigen heißt die, glaube ich, Pull-Down-Maschine oder so. Bin mir auch gar nicht sicher. Ja, als weitere Übung, müsste dann die 4. Übung sein, haben wir enges Rudern gemacht und da haben wir dann als letzte Übung, als 4. Übung einen Supersatz gemacht. Das war enges Rudern am Kabelzug mit einem ganz normalen Griff. Da habe ich auch meine Ultra Grips Climax Ultra Grips genutzt, weil ich mich dann einfach besser aufs Rudern konzentrieren kann und oder beziehungsweise auf den Rücken, dass man die Schulterblätter hier richtig hinten zusammendrückt. Dabei liegt auch die ganze Konzentration nicht auf den Händen, sondern auf den Ellenbogen, weil das ist einfach so ein bisschen Psychologie. Wenn man sich auf die Ellenbogen konzentriert und manifestiert sich gedanklich, okay, die Ellenbogen müssen nach hinten, müssen hinter den Körper und der Rücken muss zusammengezogen werden. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann macht man das auch. Hingegen, wenn man sich konzentriert auf die Hände und man konzentriert sich darauf, die Hände müssen jetzt zum Körper, dann zieht man mit allem, also wirklich mit allem, viel mit den Armen, mit dem Nacken, mit den hinteren Schultern, aber nicht so viel mit dem Rücken. Der Supersatz war mit der Kurzhantel. Da habe ich die erste Kurzhantel genommen, also die in den ersten 2 Sätzen habe ich 70 Kilo Kurzhantel genommen. Da haben wir jede Seite 6 Wiederholungen nochmal gezogen. Die sind dann technisch auch nicht mehr so sauber geworden, aber das ist dann wieder das, wo es von mir auch schon ein vorheriges Video gibt mit dem David Hoffmann zusammen, wo wir einfach gesagt haben, abfälschen ist nur dann falsch, wenn man sich dabei wehtut. Wenn man abfälscht, um einfach die Übung vollständig auszuführen, dann ist das nicht so schlimm. Deswegen habe ich da auch ein bisschen abgefälscht, habe die 70 Kilo Hantel genommen, jede Seite 6-mal gezogen und habe meinen Rücken danach wirklich sehr, sehr gut gespürt.
Davon haben wir insgesamt auch 4 Sätze gemacht. Nee, 3 Sätze haben wir gemacht. Aber haben gar keinen so Warmmachsatz gemacht, sondern direkt losgelegt, weil wir ja warm waren. Und haben 3 Sätze mit als Supersatz gemacht. Den allerletzten, den dritten, haben wir dann mit etwas leichterem Gewicht gemacht. Zumindest bei dem Supersatz dann habe ich dann statt die 70er Kurzhantel, habe ich die 60er Kurzhantel genommen. Ja, beim letzten Satz habe ich dann nochmal 2 Sätze am Kabelzug gemacht, mit einer SZ-Stange den Rücken nach vorne gelehnt, richtig durchgestreckt. Und das ist dann so eine Art Überzüge, die den Kabelzug in Richtung Kniescheiben gezogen, richtig mit ausgestreckten Armen und richtig versucht, hinten den Latissimus zu spüren. Und habe dann, wie gesagt, diese Überzüge gemacht, um nochmal eine richtig schöne Dehnung so reinzubekommen. Und das hat mir auch ziemlich gut getan. Das ist dann wie so eine Streckbank. Ja, als 5. und letzte Übung sind wir in einen anderen Raum gegangen, in unser Bootcamp. Da haben wir den Rückenstrecker genutzt, haben mit dem Rückenstrecker einfach jeder 5 Sätze gemacht. Den finde ich eine ziemlich gute Alternative, wenn man mal ein Training macht ohne Kreuzheben. In meinem richtigen Rückentraining, meinem wöchentlichen Rückentraining, mache ich zurzeit Rücken- und Beinbeuger. Das heißt, ich trainiere das, ich mache ein Rückentraining, mache am Ende des Rückentrainings Beinbeuger an der Maschine plus rumänisches Kreuzheben mit gestreckten Beinen. Das heißt, ich habe gleichzeitig den Rückenstrecker trainiert und parallel dazu auch den Beinbeuger. Ja, haben wir heute nicht gemacht, das rumänische Kreuzheben. Auch der Ahmed war ziemlich kaputt schon. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir an den Rückenstrecker, an die Rückenstreckermaschine. Und die finde ich immer wirklich eine tolle Alternative. Das ist besser, als würde man den Rücken dann einfach komplett, also den unteren Rücken ganz weglassen. Deswegen haben wir da nochmal 5 Sätze gemacht. Und danach war das Rückentraining soweit beendet. Kurzes Abschlussfazit, wie war's? Ja, also in meinen 3 Jahren, wo ich jetzt trainiert habe, war das das erste Mal, wo ich jetzt wirklich mit einem Profi gezeigt bekommen habe, wie die Übungen richtig auszuführen sind. Und wenn man jetzt denkt, ah, man kann es eigentlich schon, dann sieht man hier jetzt wirklich nochmal, dass es auf die kleinen Fehler auch ankommen kann. Vor allem jetzt beim Rücken, dass man da auch den Rücken richtig spürt. Also ich habe einiges mitgenommen, es hat sehr Spaß gemacht. Also war es wirklich ein voller Erfolg? Auf jeden Fall, ja. Hat mir wirklich gelohnt. Gezeigt, wie man über seine Grenzen gehen kann. Besser könnte es nicht sein. Ja, ich verfolge den Tim schon ein bisschen länger und da habe ich mir mal gedacht, es wäre bestimmt cool, ihn mal privat zu treffen und da gibt es ja nichts Besseres, als mit ihm mal zusammen zu trainieren. Da habe ich ihn einfach auf Instagram angeschrieben, er hat mir dann geantwortet, haben wir was ausgemacht und so ist es zustande gekommen. Also kannst du Personal Training auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall, kann ich jedem mal ins Herzen legen, dass man das mal sieht, wie das abläuft. Mein Personal Training endet immer so, wie es begonnen hat. Das heißt, im Vorfeld wird das Personal Training so vorbearbeitet oder vorbesprochen. Und im Nachgang wird es nachbearbeitet, nachbesprochen. Und da frage ich halt immer noch mal, ob es gefallen hat, ob Fragen entstanden sind. Und meine Personal Trainings laufen immer so ab, dass ich das nicht zeitlich mache, sondern ich sage, okay, wir vereinbaren einen Termin und dann nehme ich mir ausreichend Zeit, um alle Fragen vollständig zu beantworten. Nach dem Training gibt es meistens 100 Gramm Katjes, das sind so ca. 70 Gramm Kohlenhydrate. Dazu gibt es heute 70 Gramm Whey-Isolat und natürlich Kreatin. Das hatte ich schon in meinem Becherchen alles drin. In diesem Sinne hoffe ich, mein Rückentraining mit VoiceOver hat euch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr mal wieder sehen wollt von mir. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tim.